Ein komplett neues Format. Das Duell um 7000 Euro. Unsere Feinde Pro-Teilnehmer treten in einzelnen Duellen gegeneinander an. Bei jedem Duell können sie sich einen Dragon Ball sichern. Dieser hat einen Wert von 1000 Euro. Erst wenn es einem Teilnehmer gelingt, sich alle 7 Dragon Balls zu erspielen, löst er das Ticket für die 7000 Euro ein. Es gibt insgesamt 4 Challenges. Bei einem 2:2 der Challenges geht's ins Elfmeterschießen. Freunde, neues YouTube-Video. Heute das nächste Halbfinale. Und es ist ein Rematch. Steven, der wieder reaktiviert worden ist von euch da draußen, von den Zuschauern, die da fleißig in der App Match der Sportquiz abgestimmt haben. Da dürft ihr natürlich immer weiter fleißig für eure Lieblinge abstimmen. Gegen Kemal. Steven hat ja quasi dann dementsprechend 2 Duelle bestritten. Kemal hat auch 2 Dragon Balls. Wird natürlich ein sehr, sehr spannendes Match. Wir haben das auch logischerweise so gemacht, weil das einfach nur Sinn macht. Es sind 7 Dragon Balls im Umlauf, sonst wird einer mit 3 Dragon Balls gegen 4 spielen. Das macht ja keinen Sinn. So macht es aber wiederum Sinn, dass wir das Turniermodus jetzt gehen, weil alle die gleichen Duelle gespielt haben. Das heißt, Kürschat hat sich mit 3 Siegen ins Finale gespielt, beziehungsweise mit 3 Spielen ins Finale gespielt. Und einer von euch kann sich auch mit 3 Spielen ins Finale manövrieren, würde ich jetzt sagen, oder? Ist das ja verständlich erklärt worden? Auf jeden Fall. Genau, falls da Fragen sind, gerne fleißig kommentieren. Aber ich glaube, so macht es am meisten Sinn. Und das haben wir auch so beschlossen, weil sonst wird die Rechnung auch einfach nicht aufgehen bei 7 Dragon Balls, logischerweise. Ja, kann man vielleicht auch einfacher formulieren. Quasi der Joker von den Zuschauern ist wie ein imaginärer Dragon Ball im Fall von Steven Kodra. Somit spielt 1 plus ein Joker gegen 2. Und damit, glaube ich, leicht verständlich für alle da draußen. Und absolut fair. Der Weg bis zum Finale geht über 3 Matches. Und genau. Sehr schön, sehr kurz formuliert. Das heißt, einer von euch wird im Finale gegen Kürschat spielen dürfen. Das Finale wird übrigens auch auf dem Hauptkanal ausgestrahlt. Das heißt, das hier ist der DR Inside Kanal. Das finale Match seht ihr dann auf meinem DRC Kanal. Und da gibt es ein paar mehr Challenges zu bewältigen. Heute geht es wieder darum, 4 Matches, 4 Challenges. Wer 3 davon gewinnt, ist im Finale, steht 2:2, geht ins Elfmeterschießen. Und mit der ersten Challenge fangen wir an. Das ist 5 Shot. Und ihr entscheidet wie immer gleich, wer anfangen darf. Also gehen wir mal rüber. Die Aufregung ist sehr groß. Ich muss wieder gegen Steven Kodra spielen. Zu ihm muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Aber mal gucken, ob diesmal wieder die Ente am Ende kackt. Ja, der Kemal ist ein sehr wuseliger Typ. Die Leute, die das Format sehen und das von Woche zu Woche verfolgen, die wissen, was er drauf hat. Und die wissen natürlich auch, was ich drauf habe. Und ich kann euch versprechen, das wird ein sehr spannendes Duell. Ich denke, der Steven und ich sind relativ ähnliche Spielertypen. Er ist auch technisch sehr begabt, schnell, 1 gegen 1 stark, hat einen guten Schuss. Aber das kann ich auch von mir behaupten. Deswegen wird es heute ein sehr spannendes Halbfinale. Ich freue mich drauf und ich hoffe, der Bessere soll gewinnen heute. Mir geht's sehr gut, Dankeschön. Und ich wollte mich auch nochmal bei den Zuschauern bedanken, dass ihr für mich gewotet habt. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich werde euch nicht enttäuschen. Ja, kurze Erläuterung natürlich auch für die Zuschauer da draußen, weshalb Steven Kodra heute dann im Halbfinale stehen kann. Ja, durch die Zuschauervotings in der App von DR hat er natürlich die Möglichkeit gehabt, durch seine Stimmen einen quasi imaginären Dragon Ball zu bekommen. Dadurch durfte er dann noch eine Revanche bekommen, noch ein Duell, was er dann gegen Redi gewonnen hat, somit sich seinen ersten offiziellen Dragon Ball sichern konnte. Somit, es waren ja nur 7 im Umlauf. Ja, da sind jetzt gerade aktuell 4 bei Kürschat, 2 bei Kemal und einer plus ein imaginärer bei Kodra. Daher die absolute Fairness und der Junge hat sich das über die Zuschauer verdient, heute in diesem Halbfinale dabei zu sein und natürlich über seinen Sieg gegen Redi. Deswegen alles mit fairen Dingen und ich denke, das ist auch ein würdiges Halbfinale und vor allem wird ein sehr, sehr spannendes Finale dann ergeben. Kemal, du darfst gerne, 5 Shot. Ja, wie immer bei 5 Shot ist die Frage, wie machst du die ersten beiden Schüsse? Der war wichtig. Erster, für dieses Halbfinale so reinzukommen, ist erstmal ein gutes Gefühl. Klar, wenn du die ersten beiden triffst, kannst du auch beflügelt an die Halbfeldschüsse gehen. Macht er 3, hat er gut vorgelegt, sage ich. Ja. Ja, Keeper spekuliert sogar auf die Ecke, aber es ist echt schwer für ihn. Nicht einfach. Und das sind natürlich immer die Joker. Hier, wenn du von denen einen versenkst, ja, bist du gut dabei. Dann bist du sehr, sehr gut dabei.
Schön. Sehr gut. Gefällt dir, dass er den gehalten hat? Aber muss er auch halten. Ja, das hat er mir aber auch vorher, glaube ich, per E-Mail geschickt, dass er in die Ecke schießt. Ja, weiß. Bin gespannt. Vorderlinie abschießen, ne? Das wisst ihr, ne? Ja, er geht schon sehr, sehr weit nach hinten. Ich wollte sagen. Natürlich, ja. Oh, der tut weh. Du warst dran, man hat es gehört auch sogar noch, ne? Der wirft dick weit nach links, ja. Ja, tut mir leid. Aber er war dran mit dem Kontakt, ne? Ja, auf jeden Fall. Nicht gut, weiter geht's. Weiter geht's, abgefuckt. GG ist trotzdem. Ja, hast du gut gemacht. Der Touch hat weh. Aber Bruder, nochmal, wenn der Ball so richtig schlecht geworfen wird, über dich, seitlich, du musst nicht jeden nehmen, ne? Das wisst ihr. Dann lass ihn, dann soll er nochmal werfen. Weißt du? Ja, wie vorhin schon gesagt, ich sehe meine Chancen ganz gut. Unglücklich für Kemal jetzt gerade bei der Two-Touch-Challenge, beziehungsweise bei dem fünften Abschluss. Ja, ärgerlich für ihn, glücklich für mich. Let's go. Steven! Wenn du ready bist, darfst du gerne, mein Freund. Jetzt zeigt sich auch sein Fokus. Boah, der ist schon konzentriert. Oh, da ist Tänzchen. Sehr, sehr stark. Ja, die macht er gut. Ich liebe seine ganze Aura, wie er Fußball spielt. Ich mag dieses Style. Neymar Junior. Er hat einen sehr coolen Ablauf vorm Elfmeter. Ja. Da war er zu nah dran, das hast du gesehen? Ja, das war aber auch, das hast du von Anfang an gesehen. Das war, weiß nicht, warum er so angelaufen ist. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Jetzt hat er natürlich richtig Druck auf dem Kessel, ne? Weil er einen mindestens machen muss und das wird schwierig. Ja. Nicht so einfach. Den haut er jetzt rein. Oh. Glück. Gebe ich zu, das war Glück. Also für mich jetzt. Das war krass geschossen. Der muss mindestens einen machen. Ich würde sogar auf die kurze Ecke spekulieren. An ja, seiner Stelle, weil der Torwart schon extrem auf die lange Ecke schaut. Auch knapp neben dem Pfosten. Jetzt muss Kodra treffen, damit er den Punkt überhaupt hier kriegen kann. Das haben wir schon mal gehabt bei Jürgen, ne? Dass ja? Er mit zwei Treffern das Ding gewuppt hat. Guter Touch. Ja, den hat er. Den macht er. Nein, den macht er nicht. Sehr, sehr viel Pech im Abschluss. Wenn ich ehrlich bin, nicht erwartet. Nicht ja, ich dachte auch, der macht drei. Komm her, Steve. Trotzdem GGs. Boah, einer ist schwach, ja. Nicht zufrieden? Trotzdem sehr stark. Nee, gar nicht. Der Schuss war krass, mit Recht. Aber auch Pech gehabt, muss ich sagen. Beim 1 gegen 1 habe ich den... Das habe ich nicht verstanden. Warum bist du so schwammig angelaufen? Ja, so. Ist jetzt passiert. Weiter geht's, klar. Abhaken, weiter geht's. Zweite Challenge ist die mit der Ballschussmaschine. Okay. Scharfer Ball, flach. Two-Touch, ein Kontakt, der muss sauber liegen, vor der 16er-Linie abschließen. Jeder von euch kriegt 5 Abschlüsse. Okay. Wer hat gerade angefangen? Ich habe angefangen. Möchtest du mal anfangen? Ich kann anfangen, ist kein Problem. Dann gerne, Steve. Viel Glück. Danke, viel Glück. Ja, jetzt kommt die Powershot-Challenge mit zwei Kontakten. Wichtig ist halt immer der erste Kontakt. Und dann die Coolness vorm Tor, nicht wild oder sonst was. Ja, let's go. Freunde, kurz bevor die Challenge losgeht, wir haben kurz einen Torwartwechsel gehabt. Es ist extrem heiß und der Keeper ist jetzt auch einige Stunden hier in der Hitze. Deshalb, damit wir auch frische Kräfte haben, ist ein neuer Tormann im Tor. Nicht, dass ihr euch wundert. Okay, danke Steve, gerne. Ball kommt, Ball liegt. Torwart ist da. Was sag ich, der Torwart ist ja auch ein guter. Ball kommt auch mit viel Speed. Oh, der liegt wunderbar. Touch. Oh, der will es zu schön machen. Das Pfosten ist das und Latte tut immer sehr, sehr weh. Und wenn du dann zweimal versiebt hast, dann kommt natürlich auch nochmal der richtige Druck. Der liegt perfekt. Er liegt super. Langes Eck. Boah, der sehr, war richtig. Sehr stark gemacht. Wie gesagt, zwei ist absolut im Rahmen. Wenn er den jetzt macht und den letzten, dann hat er... Hat er auch gut vorgelegt, das ist nicht wenig. Touch ist immer gut. Boah, clean. Boah, ah, schön. Stark. Torwart ist da. Einer ist sehr mau, den kann der Kemal überbieten. Einer ist mau, sehr mau. Den muss er jetzt machen. Jetzt hat er auch ein bisschen Druck auf dem Kessel. Siehst du, oh, auch eine Annahme. Hat ja. Er aber boah, Glück. Glück. Boah. Der war extrem wichtig, dass der Touch genau auf der Linie gefühlt bleibt. Ne? Du musst lächeln. Hat er noch einen, oder? Nee, ist vorbei. Das war der fünfte, aber du musst lächeln, oder? Ja, ich freue mich. Weil ich die Prediction wieder mal. Das ist schwer, ne? Das ist nicht so einfach. Ich schwöre, ich hab's auch unterschätzt. Ich hab verkackt, ne? Nein. Wir haben gerade schon gesagt, du versuchst zu sehr genau in den Winkel, den Ball zu perfekt zu legen. Manchmal ist einfach so unten, wie du es jetzt die letzten, einfach in die Ecke schieben, den Torwart ein bisschen ausgucken. Du hast ja Zeit, guckst hoch, schießt in die Ecke. Ist manchmal einfacher.
Geht los. Kämm mal gerne. Touch ist aber auch gut. Boah, hat er krank gehalten. Hat er gut gehalten, hat er dich nochmal. Da kommt halt, ne, Steven hat vorgelegt, du weißt, zwei muss ich machen. Touch ist sehr gut. Aber da. Du hast gar keine zwei, ne? Wenn das jetzt kommt, dann bist du wieder. Jetzt hat er aber auch Druck auf den Kessel, weil er jetzt eigentlich. Ja, weil er weiß, jetzt kann ich mir nur noch höchstens einen versemmeln. So, schlechter Touch. Weißt du? Hm. Der Kevin Reuter schlägt, glaube ich, wieder zu. Die Calls, die Predictions, die machen uns langsam Angst. Auch nicht. Ich okay, das Ding geht an dich. Ja, gib ihm trotzdem noch einen. Ja, ja. Der Ball ist nicht gut. Tor. Hey. Schade. Komm her, Kemal. Komm zu uns. Passiert, egal, gut. Oder Kopf ja, ja, shit. Alles gut, 1:1. Ja, kommt her. Genau, so sieht's aus. 1:1 in die Challenges. Steve hat 2 weggemacht, Kemal 0. Sehr, sehr spannend. Wie immer, ihr wollt es uns einfach nicht einfach machen. Nächste Challenge. Es kommen ja noch 2. Aber die nächste Challenge, da geht es ins 1 gegen 1. Und da geht es ins Eingemachte. Jeder von euch kriegt 3 offensive Aktionen und 3 defensive Aktionen. Ihr dürft gerne natürlich entscheiden, wer offensiv ja. defensiv anfangen möchte. Soll ich anfangen? Weil ja, fang du offensiv an. Ja, ja, weil ja, jetzt kommt das 1 gegen 1. Und wer Kemal kennt, weiß, dass er sehr wuselig unterwegs ist. Ne? Und den Mann zu verteidigen, ist nicht immer einfach. Vor allem, weil das ein Instinktivspieler ist. Aber da musst du halt auch antizipieren als Verteidiger. Ne? Also du musst vielleicht vorausschauen, in welche Richtung könnte der gehen. Du weißt, okay, der hat einen starken Rechten, dann setzt du natürlich diese 60-40 auf Rechtsfuß. Aber man muss sich überraschen lassen als Verteidiger und schnell handeln. Beim 1 gegen 1 kommt es auf Selbstvertrauen an, auf Konsequenz und den Willen, das Tor unbedingt machen zu wollen. Deswegen Hut ab. Kodra, gerne. Steve, du darfst. Gut dabei. Ne? Ein bisschen kurz. Ja, er hat sich auch extrem weit. Oh, wenn er mit Tempo ne? kommt, ist schwer. Er dribbelt schon. Ja, ist noch drin, ist noch drin. Aber jetzt. Jetzt wird es extrem schwer. Jetzt bist du halt in eine ungünstige Position. Nein. Er hat sich einmal verdribbelt und dann kommst du in eine ungünstige Position rein, ne? Kein guter Start in so. One-on-one. Ich meine, das ist zu locker, Digga, ja. Jetzt muss Kemal schon. Jetzt muss er schon treffen, damit das hier ein Ding wird. Der war schon besser, ja. Der Touch. Und der kommt mit Tempo. Jetzt geh mit dem Tempo, geh mit dem Tempo. Gut. Aber. Ja, der ist super verteidigt, das habe ich dir gesagt. Bro, obwohl er mit Tempo kommt, verteidigt Kodra so eine Maschine. So sieht's aus. Und jetzt bin ich gespannt, Kemal. Jetzt komm, den musst du machen. Gut, vorbeigegangen. Den macht er auch stark. Ja. Ah. Okay, Kemal. Gerne. Der erste wird schon. Eine gute Lässigkeit jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Boah, der hat aber ekelhafte. Nee, nee. Oh. Stark, Bruder, stark, stark. Kein Tor, ne? Also da geht, nee, war kein Tor. Verteidigen soll immer anstrengender als angreifen. Ja, 100%. Aber ich glaube, das ist so oder so auch anstrengend bei der Hitze halt, ne? Das macht das Ganze schwierig jetzt. Er muss Tempo aufnehmen. Einfach Tempo aufnehmen. Ja. Jetzt schießt, da war das Fenster frei. Ja. Aber das kurze Schussfenster war trotzdem noch frei mit links, wo er vorbei war. Das ist sehr, sehr ärgerlich, wenn er da ein gutes Fundament mit 3 Abwehraktionen, die er gewinnt, jetzt zu Boden wirft. Keeper da. Boah. Der muss links vorbei. Da muss keiner angreifen. Da muss keiner ihn hindern. Nein, nein, der ist drin jetzt. Au! Oh. Da hast du gesehen, gar keine Kraft mehr im Tank, ne? Ey, beide, was noch, Jungs? 30 Grad. Rücksticht. Das heißt, Steve bleibt offensiv, Kemal bleibt defensiv. Bist du bereit? Ja.
Also wenn er jetzt es nicht schafft, wieder Richtung Elfmeterpunkt, 16er zu bewegen mittig. Lassen wir die Aktion noch laufen. Ja, die können wir noch. Gewonnen hat er den noch nicht im Ball. Aber jetzt. Ui, krass. Krass. Ja, also ich habe keinen Foul gesehen. Ich habe auch keinen Foul gesehen. Ich habe keinen Foul gesehen. Also er hat auch versucht, die Nummer zu reißen. Ja, zählt. Zählt? Ja. Oha. Dann dürft ihr. Ja, aber wenn Kemmer jetzt mit Tempo kommt. Jetzt ist, boah, schön. Jetzt nochmal. Jetzt ganz eng. Doch, doch. Yes, sehr, sehr schöne Aktion, Kemmerl. Rückstich, Kemmerl wieder offensiv. So sieht's aus. Laufen, arbeiten, rackern. Schön. Er hat's nicht mal gespannt. Wenn er nochmal im Tempo kommt. Er kann auch nur rechts vorbei. Na, macht's auch mit ihm. Ja! Boah, wichtig, wichtig, wichtig für ihn. Hast du die Jubel nochmal von Kemmerl gehabt? Ja. Oder war so close? Der war aber wirklich knapp, ne? Der war sehr, sehr eng. Ich bin extrem gespannt, ob er da noch einen Angriff setzen kann. Guter Touch. Nein, da hat die Exklusivität gefehlt, komplett rumzukommen. Okay, ist geklärt. Kommt mal her, Jungs, beide. Kennen wir. Komm, das Ruder noch rumgerissen. Spannend gemacht. Oh, ja. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr spannendes Duell. In den Gesamtchallenges steht jetzt 2:1. Du kannst noch ins Elfmeterschießen kommen, Steven. Dann hätten wir noch mal ein komplettes Déjà-vu wie beim letzten Mal. Jetzt machen wir was als vierte Challenge, was euch beiden sehr liegen wird. Das ist das Penalty-Shootout. Das heißt, eins gegen eins gegen Keeper. Ihr dürft den Ball nicht nach hinten wieder nehmen. Steven kennt es auch von der Border League. Ja. Du warst ja auch mal bei der Border League dabei. Hast du ja auch vielleicht da schon mal gesehen. Und ich glaube, da habt ihr beide eure Stärken. Eins gegen eins gegen den Keeper. Da dürft ihr jetzt in der vierten Challenge zeigen, was in euch steht. Auf geht's. Sehr spannend. Wer fängt an von euch? Schere, Stein, Papier oder? Ich glaube, ich fange an, ne? Ich kann anfangen. Auf geht's, Maschine. Viel Glück. Dankeschön. Wenn ich ehrlich bin, kann ich jetzt mit diesem Sieg ins Finale kommen, aber es ist noch nichts sicher, deswegen wird sehr spannend und schwierig auf jeden Fall. Ich darf nichts unterschätzen, aber mal gucken, was sich jetzt ergibt. Ich bin gehypt auf die Challenge. Meine Strategie wird so aussehen, dass ich jetzt einfach mich einmal vernünftig fokussiere und gar nicht auf Kemmerl gucke, sondern nur auf meine Leistung und hier ihn reinknallen werde. Dann darfst du Kemmerl, gerne. Ich bin gespannt. Macht er einen Fehler? Mit Tempo kommt er? Der hat so viel Speed, das ist ganz, ganz schwer für einen Torhüter. Weil er mit so viel Speed kommt, macht er einen Haken, ist vorbei. Boah, so viel Speed. Den Schuss hat er aber auch mitgebracht. Der Junge ist... Hat er sehr gut gemacht. Den macht er stark. Bei dir wird kein Weg dran vorbeiführen, dass du in der ersten Runde 3 von 3 machen musst. Und da musst du ihn halt im Stechen. Dann, wenn er einmal wackelt. Da muss man zuschlagen. Wenn du ready bist, jederzeit. Der hat halt ein geiles Tempo, ein geiles Dribbling, Kemmerl. Hat er sehr gut gemacht. Keine Chance. Einmal alles mitgenommen. Rechts vorbei, Schuss links vorbei. Der hat alles gezeigt, was man zeigen kann. Muss man auch einfach anerkennen. Er ist happy, der Junge. Mach das. Komm her, Kemmerl. Steve, du kannst gerne rüber. Kein Fehler erlauben. Steve, jederzeit. Wenn du ready bist, darfst du. Boah, knapp. Er macht ihn. Warum macht er diese Faxen vorher? Er weiß. Genau das. Warum machst du diesen Übersteiger? Wenn er einmal nur gegen dein. Weißt du, gegen Standbein kommt der Ball, ist die Aktion schon verpufft. Ich weiß, wir haben es ja auch einmal gesehen bei einer Challenge mit Jürgen. Als er dann diesen dreifachen Übersteiger versucht, 20 Meter vom Torwart entfernt, er verstolpert sich und der Ball läuft zum Torwart und der sagt Dankeschön. Ich werde das nie verstehen, bei so viel Druck auf dem Kessel. Ja. Aber das ist halt Steven Kodra, der macht halt Steven Kodra Sachen. Ja. Gerne, ja. Steve. Ja, er macht das. Das ist sein Ding halt, ja. Und er soll sich ja auch nicht dafür verbiegen. Nicht? Boah, stark gemacht. Den Fake macht er stark. Ja. Ist aber stark, dass er den Druck so standhält, ne? Das auch, aber er macht es halt auch jetzt clever. Weil er weiß auch, wenn er jetzt den dritten macht,
muss er noch einen vierten nachlegen. Nee, so sieht's aus. Da kommt Rücksticht und... Oh, den macht er jetzt. Macht er den? Macht er den? Macht er den? Ja, oh, stark. Ja, seine Fakes stark. Sind echt krass. Rückstich, Steve. Stark, Bruder, stark. Steven, du legst jetzt wieder vor. Ja, man weiß auch, er ist sehr, sehr fokussiert, legt direkt wieder los. Macht jetzt, er den? Wenn er jetzt vorlegt. Oh. Nein, Matchball. Kämmer? Oh. Matchball im Halbfinale. Jetzt oder nie, mein Freund? Ja, wenn du das Ding machst, bist du im Finale. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt das an der Badehose. Ich weiß, aber Bruder, die Bälle sind. Wenn du den einmal so scheiße triffst, wird er direkt Luft jagen, ja? Scheiße, Bruder. Für mich jetzt. Ist dumm gelaufen. Ist halt ärgerlich, Bro. Macht er. Erstmal muss Kemal den machen. Matchball für Kemal. Bin ich gespannt. Verdient, aber auch, muss man einfach sagen. Dumm gemacht, ja. Das kann ja rechts, links vorbei. Du hast aber ein Klischee verloren, das habe ich gerade schon zu dir gesagt. Dieses Duell hast du leider verloren, als du nach deinen starken drei eroberten Defensivaktionen im 1 gegen 1 es nicht geschafft hast. Es war einfach scheiße, Digga. Ich freute mich, war scheiße. Ich bin einfach schlecht, ja, was soll ich sagen. Was denn konkret? Das ist halt ärgerlich, ja. Keine Ahnung, warum ich hier nicht performen kann. Das liegt mir nicht. Ich habe einfach dieses Spielerische. Ich brauche eine Mannschaft, wo ich, weißt du, ich kann diese Challenges, ist nicht so meins, weißt du. Hast du sehr gut gemacht. Ja, du auch, Schutz. Ich bin der Letzte, der irgendwie was sagt. Nein, so. Nein. Aber ich bin sehr enttäuscht mit mir selber, weißt du. Ja, ist auch ob ich das so. Vor oder hinter Kamera sage. Ich weiß, was ich kann und so. Ich zeige gar nichts. Es ist einfach schlecht. Ich bin sehr enttäuscht mit mir selber einfach. Glückwunsch an Kemal. Dankeschön nochmal. Klingt so, als hätte er sehr schlecht gemacht. Du hast für mich trotzdem noch nach wie vor. Ich war scheiße, Bro, kann man ruhig sagen. Ich selber fand mich scheiße und gut ist. Dein Problem, das weißt du, das habe ich hier schon mehrfach gesagt, ist nicht die Fähigkeit oder die Fähigkeiten, die du nicht besitzt. Das Problem ist halt, wenn bei dir der Tank leer ist, ja, dann werden auch die Fehler größer. So, dann verstolperst du mal einen oder dann machst du vielleicht eine falsche Aktion, einen Haken zu viel, denkst vielleicht eine Sekunde zu sehr nach. Das ist so ein bisschen das Problem, ja? Und das ist, glaube ich, der Faktor, der heute ausschlaggebend war. Kemal ist ja von der Kondition halt ein Tick fitter, besser drauf und da halt der Punkt. Weiter geht's. Kommen wir zur Siegerehrung. Dankeschön, trotzdem. So, Freunde, der Moment ist gekommen. Da muss Steven seine Dragon Balls, die er auch durch seine Community, einen durch die Community, einen durch den Sieg gegen Ridi, an meinen Kemal rübergeben. Kemal hat dann dementsprechend zweimal Glückwunsch, Bruder. Dankeschön nochmal. Das Ding gewonnen. Jetzt hat er schon eine Sammlung. 4 Dragon Balls. Ich wollte mich nochmal bei der Community bedanken, dass ihr für mich gewotet habt. Ich habe alles gegeben. Kemal war der Glücklichere, hat er sich auch verdient. Der Junge ist in Topform und ich glaube, das wird ein geiles Finale. Ja, wir haben ein spektakuläres Finale. Kemal gegen Kühlschat. Beide haben sich in 3 Duellen durchgesetzt und haben dementsprechend das beide auch verdient. Ja, spannendes Finale, das auf mein Kanal DIA.AC laufen wird. Das werden dort mehrere Challenges sein, also insgesamt 6 Challenges, die Jungs meistern müssen, um dann am Ende die 7.000 Euro abzustauben. Es ist nur noch ein Schritt, der letzte Schritt zu den 7.000 Euro und das seht ihr auf meinem Hauptkanal DIA.AC, den blende ich euch nochmal ein und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Unbedingt auch ganz wichtig, den Kanal hier abonnieren, die Glocke aktivieren, wenn ihr auch Staffel 2 von den Duellen sehen wollt. Also haut rein, bis dann. Ciao, ciao.